platt? Ja. Da bin ich doch dabei. So, nachdem wir jetzt alle irgendwas gemacht haben, aber keiner so richtig weiß was, laufen wir jetzt irgendwie zum Carry, weil wir müssen ja noch Abendbrot essen. Und wir wollten ihm ja auch noch Radler vorbeibringen. Und er hat ja gesagt, solange wie ich hier bin, ne? Wir haben letztens ja den XXL Chili Cheese Döner gehabt. Aber es gibt ja angeblich auch XXL Chili Cheese Dürüm. Mal gucken, ob Dürüm heute da ist. Dann würde ich das nämlich auch nochmal mir angucken, wie das ausschaut, wenn das jetzt neu ist in XXL. Und es schneit und wir laufen, unser Tange und ein Radler für einen Carry. Und dann das so als Armbrot noch irgendwie mit einplanen, ja. So, wir sind jetzt angekommen beim Carrymann, aber es ist so dunkel. Hannes hat das Radler. Bereich war festlich, das Radler, dein Lieblingsradler. Ja. Ne? Dankeschön, ich freue mich so riesig darüber. Magst du Löwenbräu überhaupt? Oder ja, was ist dein Lieblingsradler? Löwenbräu geht eigentlich. Lieblingsradler, ja, Löwenbräu macht den besten naturtrüben Radler, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Naturtrüb finde ich auch immer gut. Ja? Yes. Das ist nicht so säuerlich. Also, aber wenn ich ein Bier trinken müsste, dann kein Löwenbräu, kein Paulaner, lieber ein Augustiner. Aber Löwenbräu macht den besten Radler, deswegen trinke ich ein Löwenbräu. Dankeschön, Hannes. Immer naturtrüb, denk dran. Immer. Wir haben uns Faxe mitgenommen, 10% ja. In der schwarzen Dose. Weil heute ja der letzte Abend ist, damit man nochmal zusammensitzt und dachte mal, wir wollten dich ja eh nochmal besuchen. Genau. Das Radler waren wir dir noch schuldig, deswegen. Cool, wolltest du noch vorbeikommen? Wolltest du essen? Was trinken? Wir wollen gucken, ob es heute Dürüm gibt. Nein. Oder ob es heute auch kein Dürüm gibt. Nein. Dann ändert sich kurzzeitig die Wahl, aber wir werden eh was bei dir finden. Ich hab was. Du hast was? Das wollen wir jetzt mal gucken. So, weil es kein XXL Dürüm gibt an sich, gibt es ein XXL Lahmacun. Lahmacun. Also Lahmal. Lachmal und dann. Lachmal und dann, ja, Chung Chang. Lachmachun. So, Lachmachun jetzt. Lachmachun, genau. Das heißt, ein normales ist eigentlich so. Und das XXL ist dann halt doppelt. Genau. Da kommen zwei nebeneinander und das wird dann alles belegt und das ist dann das XXL. Genau, dann aber der Herr Janis, der Herr Ramon, der Ramses der Dicke, natürlich. Dann Chili Cheese, so verehrt. Ja, gibt es den in der Chili Cheese Variante. Genau, wieder mit Schmelzkäse. Genau, so, wir fangen einfach mal an. Wir nehmen jetzt nicht zu viel vom alles, weil sonst schmeckt der Lahmacun nach nichts mehr. Ja. Wir tun immer ganz leicht Fleisch drauf, so dass man den Geschmack von Lahmacun auch noch drauf hat. Und natürlich auch vor allem den Käse. Ja, also so. Dann tun wir einfach ein bisschen Salat noch mit drauf. Salat natürlich. Ja, das ist Salat, ganz immer wichtig gut, für die Vitamine. Gesund. Wenn man schon einen Abend vorher oder so zu viel getrunken hat, dann hilft Salat ganz gut am nächsten Tag. So, dann haben wir hier Blaukraut. Wir essen erst den Salat und trinken dann ganz viel. Genau. Freude. Zum Abschied dann natürlich. So. Das ist ja so. Das Wichtigste für einen Ramon sind natürlich die Jalapenos. Da tun wir ein bisschen mehr rein. Ja. Mmh. Und ein bisschen Chili-Pulver noch. Ein bisschen, genau. So, ganz wenig, dass es nicht so viel brennt. Ganz wenig. Ganz wenig, nicht so viel. Also so dass man auch. Damit man auch merkt, dass was drauf ist, aber nicht übertreiben. Genau. Das ist unbekannt. So, und wir gehen hier weiter mit der Soße. Soße. Gell? Race 2. So. 3. Und dann haben wir hier noch Doppelsoße. Ja, freilich ist ja auch nichts Xixer. Ja. Damit es schön bunt aussieht, genau. Kommt alles rein, was da steht. So schaut aus. So und wenn er fertig gedreht ist, zeigen wir nochmal. Und der Ramon wird es euch auch bestimmt beim Essen auch nochmal zeigen. Ja? Ich bin gestern mit dem Hannes extra in den Hausflur gegangen, weil da das beste Licht war, um da zu essen. Ja. Dann draußen einfach vor der Wohnung. So. So. Da muss ich halt sagen, wegen dem Curry-Imbiss in München nehme ich so viel zu. Da hat immer so große Portionen, die so gut sind. Bei uns ist es fast ein XXL-Laden. Haben wir extra für Ramses den Dicken gemacht. Das sieht doch richtig gut aus. So. Wie soll man das denn tragen? Da braucht man ja einen Waffenschein. Ramon, mein Freund. Das ist der ganze Unterarm. Guckt euch das an. Wenn ich den daneben halte.
So, Dankeschön. Ja, den nehmen wir jetzt mit und dann müssen wir nicht zu Hause mal testen alles und mal gucken. Klar. So, ich stehe jetzt hier beim Hannes in der Küche, weil wieder alles dunkel ist. Da musste mir jetzt hier was präparieren, eine Tasse mit dem Licht drauf, mit dem Handy und so. Weil ich möchte natürlich das Lach-Matschun auch mal probieren. So lang ist das, so sieht das aus. Ich weiß gar nicht, wie man das am besten isst. Ob man das einfach jetzt am Rand aufmacht oder halt in der Mitte einfach reinbeißt. So, ich habe das Lach-Matschun jetzt einfach mal geteilt in der Mitte, dass wir das jetzt so nehmen können. Können jetzt hier so mal reinschauen. Muss man natürlich aufpassen, dass man nicht die ganze Silberfolie mit isst, also die Alufolie. Zieh das jetzt mal hier ein bisschen ab. Im Endeffekt wirkt es ja trotzdem wie eine Dönerrolle, also ein Dürüm, ist aber ein Lach-Matschun, weil es ja irgendwie so eine türkische Pizza ist, dieser Teig, der schon so Grundbelag hat und dann gefüllt ist. Aber wenn das eine Chili-Cheese-Variante ist, ist es gar nicht so schlimm, dass es keinen XXL-Dürüm gibt, weil es ja dann vielleicht so ähnlich ist. Wir beißen einfach mal rein. Ist leider jetzt schon ein bisschen kalt, weil wir mussten sie durch die Kälte ein bisschen hertragen. Ist aber trotzdem noch saftig. Die Jalapenos kommen zum Vorschein direkt. Merkst du, alles natürlich sehr scharf gewürzt. Lässt sich aber aushalten. Ist also eine angenehme Schärfe. Könnte natürlich noch schärfer sein. So blöd es klingt. Aber hat auf jeden Fall Geschmack. Schmeckt trotzdem so ähnlich wie der Döner. Aber trotzdem irgendwie auch ganz anders. Man kann das schlecht beschreiben. Das Brot, der Teig, ist halt eine komplett andere Sache. Kann man vielleicht sogar besser essen einfach als den XXL-Döner, weil es ja schön so gerollt ist. Einfach immer zwei Bissen habt, das ganze Ding. Dann abgefressen. Alles schön kompakt miteinander. Dünner Rand, dünnes Brot, dünner Teig. Gestern das Brot war noch sehr knusprig. Das ist alles sehr leicht, dünn und bisschen schlapprig, weil das ist ja einfach so, wie es ist, ne? Was soll da großartig knuspern? Müsst ihr halt gucken, wie es euch besser gefällt. Mir schmeckt es auf jeden Fall wieder wunderbar. Und auch dieses Teil gab es komplett kostenlos. Danke nochmal an den Kerryman, der auch Pupsi dann ihren Döner kostenlos gegeben hat, weil er gesagt hat, das ist die Ramses-Frau, die kriegt das auch wieder so. Ist ein richtig netter Typ. Wir haben auch gesagt, wenn das Baby da ist, müssen wir nochmal Termin machen. Er will dann unbedingt mal schauen, den Ramses Junior oder so. Und wenn ihr in München seid, Heidemannstraße, Curry Imbiss, geht da mal hin, probiert euch da mal durch. Ich habe es auf jeden Fall nicht bereut. Ich freue mich immer wieder, den Curryman zu treffen. Einfach jedes Mal wieder eine Freude. Mal gucken, gute Nacht. Wenn nichts weiter ist, bis morgen früh.